Pumpe. Ich bin Pio, spiele Gitarre und bin seit letztes Jahr, Anfang letzten Jahres ungefähr, ja, ziemlich genau ein Jahr, bin ich bei Lebenslänglich hier. Bin aber schon länger dabei, sage ich jetzt mal, so im Hintergrund, so labeltechnisch und Video. Die Videos habe ich quasi auch alle gemacht, bis auf das aktuellste, sag mir. Ja. Ah, gut. Ja, der Bierblues. Bierblues. Das ist. Der ist noch bluesiger, das ist richtig, da drin richtig so ein 12-Bar-Blues drin, richtig, wie man das kennt, auch hier dumm, 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 dumm. Und dann im Zwischenspiel ist der Metal, so da, 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 da. Okay. Ja, und der Bierblues, ne, ich geh mal Bier holen, willst ein Bier haben, so, halt so ein Grill-Lied, so ein Sauflied. Das ist nicht viel Text. Schwierig zu sagen. Erstmal die Möglichkeit, dass ich Musik machen darf wieder. Somit auch mit Leuten, die auch, ne, man ist ja ungefähr auf demselben musikalischen Level, sag ich mal, ist immer wichtig. Ich fand dieser eine, dieser, der hier zwischen, wenn ich hier, also ich mache hier. Der war mal, ne? Ich glaube, der ist hier zwischen ein bisschen, oder wenn ich hier so ein bisschen. So ein bisschen rumwindern vielleicht, ja. Oder wenn du landest, dann auf dem, aber. Oder nur rutschen, also nicht auf dem falschen landen, weißt du? Schwierig, denn ja, es sind natürlich wieder schlimme Ohrwürmer dabei. Also das ist natürlich jetzt so jeden Tag lebenslänglich. Dann wacht man auch morgens auf mit einem schönen Ohrwurm im Ohr. Und das ist immer schon ein gutes Zeichen, finde ich. Und ja, wie gesagt, ich finde es ein abwechslungsreiches Ding. Also das ist nicht einfach nur irgendwie so, ja, so ein Song, den man irgendwie 12-mal aufnimmt, sondern da ist echt schon, da ist schon echt eine Menge los. Bam! Oder irgendwie sowas, ne? Ja, oder so, ja, bam. Ja, mit der hören wir auch auf, würde ich sagen. Ja, und da soll ich am Ende den Blues-Zeug machen? Nein, nur den Break! Ja, beide, hab ich verstanden, aber. Das passt? Na, du gehst doch sowieso in dieses Blues rein, oder nicht? Nee. Nee. Ja, so für unsere Musikgeschmäcker, ne? Wir sind ja auch, nicht nur ich, bin so ein bisschen Blues, ne? Sondern auch die, auch Manu und Lugi vor allen Dingen. Und auch Manu hat sich gefreut, dass wir auch so ein Lied mit drauf haben. Und ja, was ist ein Genre-Mix? Das, also, es ist aber trotzdem alles gut in sich, finde ich. Es ist kein Lied, das irgendwie ein Lückenfüller ist, ne? Weil wir auch drei Liederschreiber haben. Das ist halt unser Glück. Und die letzten Bierblues haben sogar textmäßig alles zusammengeschrieben. Das ist auch noch eine kleine Überraschung. Ja. Probier's mal so. Egal, was das Stimmgerät sagt, vielleicht. Ja, man ist zwar vorbereitet bei den eigenen Liedern, aber bei den anderen Liedern nicht so, bis gar nicht. So, es gibt zwar einige Lieder, die haben wir auch live schon gespielt, aber trotzdem ist es ja auch, ne, wir haben das Studio ja nochmal schneller eingespielt, als es sowieso schon war. Und da nicht hinterher zu kommen, das war schon, davor hatte ich Angst, aber wir haben es hingekriegt und ja. Das sind Gefühle, die niemand wirklich braucht und keine.
kann mir helfen. Sie sind in dir versteckt. Sie hat so irgendwie...